herzlich willkommen beim nächsten Video auf meinem Kanal und diesmal spielen wir nochmal Minecraft 1 Spieler. Wir sind hier letztens stehen geblieben, um mehr Platz zu schaffen für den Turm, den ich noch bauen wollte. Und ich habe jetzt gerade hier bemerkt, ich habe nicht mehr so genug viel Erde. Deswegen baue ich es erstmal hier ab. Und ja, ich denke, in dieser Folge werden wir auch einen Grundriss schaffen. Wir haben dafür auch relativ genug von den Steinziegeln. Nun bin ich immer noch am Überlegen, ob ich eher so einen runden Turm bauen soll oder eher so einen quadratischen von der Form her. Natürlich ist es auch wichtig, dass ich das symmetrisch mache und nicht unsymmetrisch. Ah stimmt, hier wollte ich ja noch auffüllen. Mal gucken, ob das ausreicht. Ich hoffe, das reicht von der Erde her. Das habe ich mir nicht abgewöhnt von früher, dass ich so schnell platziere. Ich habe ziemlich viel gebaut. Ich habe eher mehr gebaut, als dass ich früher PvP gemacht habe. Ich würde sagen, damit wir nicht extra hier wieder alles abbauen müssen, würde ich sagen, kommt hier so eine Tür hin, eventuell. Ein Turm. Überlegen. Sollen wir das doch größer machen? Ich bin nicht so sicher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hälfte von 26 ist 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dann kommt hier die Tür hin. Und dann würde ich sagen, mache ich hier auch Fenster. Relativ große. Und dann mache ich hier einfach die Ecken. Mache ich schon so. Passt das Wort mal. Bei dem anderen waren noch nicht zwei, da waren drei. Mir ist es halt wichtig, dass es nicht zu unsymmetrisch ist dann. Weil das sieht total scheiße aus. Das triggert mich ein bisschen. Mal, ein, zwei. Thank you.
Du musst auch hier eine Doppeltür hin, damit das auch symmetrisch ist. Ja, es müsste so passen. Dann haben wir auch erstmal einen Grundriss. So, von der Länge bin ich mir jetzt nicht so sicher. 26 haben wir hier gesagt. Dann würde ich sagen, doch 1, 2, 3, 4, 5, 6. So müsste es eigentlich passen. Also nicht wundern, am Eingang mache ich so eine Treppe hoch. Und dann werde ich hier, keine Ahnung, je nachdem, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich denke, ich werde einen Diorit-Boden machen. Obwohl, von Diorit haben wir nicht so viel, ist das Problem. Ja, dann würde ich sagen, doch, Holz, komm. Das erstmal und dann bin ich das nächste. So, jetzt haben wir keins mehr. Nicht wundern, sieht hässlich aus, relativ hier. Das würde ich irgendwann mal machen. Dann würden wir hier mal zu gerade hin machen. Bin ich zumindest mal überlegen. Sonst. Ich hatte über die große Fenster, aber ich denke, ich würde hier. Warte, ich mache erstmal so. Ich denke, ich mache so zwei Fenster hier und dann nicht zu viel Fenster, sieht auch scheiße aus. Ja, so passt das sogar. Und es wird wieder dunkel. Symmetrie greift wieder an. Hier muss ich das doch anscheinend anders machen. Och man, schon wieder dunkel, ne? Ne, das ist ein Creeper, kommt wieder zu den Scheiße. Aber ich will jetzt auch kein Time-Set-Day machen, das wäre ein bisschen blöd. Also renne ich jetzt wieder zurück. Dann gehe ich kurz pennen und dann komme ich wieder zurück. So, das soll ja natürlich sein wie bei der anderen Seite. Hier habe ich auch ein bisschen verkackt, muss ich ehrlich sein. Okay, das ist jetzt eine Ausnahme, da mache ich hier.
Ja, doch, so sieht besser aus. Machen wir das hier genauso. So, dann machen wir hier den Boden noch. Die ganz kleine Monster gesehen. Aber ich hab's noch auf einfach eingestellt. So, Holz haben wir jetzt auch leider nicht mehr. Obwohl ich gerade. Hatten wir noch was da gehabt? Ich bin mir sicher. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal mit der Folge. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr einen Kommentar lassen, vielleicht auch ein Like. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und sonst würde ich sagen, was ist mit dem Video und tschüss.